Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich zeige euch heute im Video einfach mal kurz, was ich mir alles bestellt habe aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog bzw. der Mini-Katalog August bis Dezember 2020. Der Katalog geht ja jetzt schon einen Monat früher, das ist jetzt für uns alle ein bisschen neu. Und genau, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung sind, habe ich mir schon ein paar Sachen bestellt und die zeige ich euch jetzt einfach. Wie ihr an den Katalog kommen könnt, also wie ihr den bestellen könnt, den könnt ihr gerne von mir bekommen. Das verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr einfach draufklicken und da kommt ihr dann auf meine Webseite und könnt dann sehen, wie ihr den Katalog anfordern könnt, wenn ihr den noch braucht. Der Katalog ist gültig von, muss ich mal kurz spicken, vom 4. August bis 4. Januar, also bis 4. Januar 2021. Und da sind ganz viele Sachen drin zum Thema Halloween, Weihnachten natürlich, aber auch Herbstsachen. Und ich habe mir ein bisschen was bestellt und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und manche Sachen erkennt man einfach in dem Video besser, zum Beispiel das Papier. Ich fange jetzt aber mal einfach an mit den Stempelsets. Also ich habe mich so ein bisschen durchgemischt. Ich habe von allem ein bisschen was sozusagen. Und fange jetzt einfach mal mit diesem Stempelset an. Life is Beautiful heißt es. Und dieses Stempelset fand ich total schön. Ich finde auch die Katalogideen dazu total schön. Und es ist irgendwie total schlicht, vielseitig einsetzbar, aber auch ich finde es einfach total schön und werde mit dem bestimmt gerne basteln. Also es ist so ein bisschen Herbst, bisschen Winter, bisschen Frühling kann man da natürlich auch so machen mit den Punkten. Das sind natürlich auch ganz tolle Hintergrundstempel. Also muss man nicht an den Baum hinmachen, sondern auch einfach so. Und das Vogelhäuschen ist natürlich sehr süß. Gibt es nur in Englisch, aber ich denke, die Sprüche versteht sogar ich. Genau. Dann haben wir ein Stempelset Grüße im Glas. Das passt natürlich zu unserer Reihe mit der Stanze, mit dem Einmachglas. Ich finde gerade die Stanze auf Anhieb nicht. Doch, hier ist sie. Also passt natürlich perfekt zu der Stanze. Kann man wieder das Glas aufstempeln. Und vor allem kann man das total schön befüllen mit so kleinen Anhängerchen. Und dann kann man zum Beispiel die Sterne drauf machen oder Herzen oder Blümchen. Blätterlaub, Schneeflocken und ich fand auch die Sprüche sehr schön und auch die Schrift. Und was ich auch cool finde, ist das hier oben, wenn man zum Beispiel eine Erdbeermarmelade macht und die verschenkt, dann kann man das natürlich auch mit einer Karte süß kombinieren. Und dann hier oben, das wirkt für mich immer wie selbstgemachte Erdbeermarmelade, wenn man da oben so ein Tuch drauf macht. Das kann man natürlich dann ganz süß stempeln, das fand ich sehr witzig. Dann habe ich für Weihnachten so ein süßes Stempelset, ist aber nicht nur für Weihnachten, also haben wir einmal oben ein Engelchen, eigentlich ist es gar nicht weihnachtstypisch. Dann haben wir eine kleine Hexe, ist auch total süß für Halloween. Und wir haben auch Schneeflocken und so Sprenkelchen, die könnte ich mir super gut vorstellen für eine Silvesterkarte. Und hier unten haben wir den kleinen Amor, der verliebt ist und auf die Sterne schießt und noch ein paar Herzchen dazu. Also ich finde, das ist einfach, ist eigentlich gar kein Weihnachtsset, sondern ist einfach ein süßes Stempelset mit süßen Bildern drauf und hat es mir gleich angetan. Und genauso süß, und das war wirklich, ist eigentlich mein Favorit im Katalog, hoppla, sind die Eulen. Das Eulenfest nennt sich das Stempelset. Also hier habt ihr wirklich total süße Eulen drauf. Einmal mit dem Kürbis, mit einem kleinen Geschenk. Das finde ich auch total süß. Zum Beispiel auch auf dem Briefumschlag kann man das natürlich drauf stempeln. Mit ganz viel Liebe von mir für dich. Ein Huhu Halloween. Also wir haben natürlich auch hier unten so ein bisschen mit einem Mond, eine gruselige Eule oder hier mit der Spinne. Also das kann man natürlich auch für Halloween schön verwenden. Und da unten die verliebten Eulen unter Mistelzweig, die sind doch süß, oder? Mein Gott, also das hat es mir total angetan. Und die sind natürlich auch mega, diese ganz kleinen Mini-Eulen. Das wäre auch schön auf einem Briefkuvert zum Beispiel. Oder natürlich auf der Karte, ist ja klar. Frohe Weihnachten von uns allen und buh und ein Huhu Halloween. Total süß. Das ist übrigens, das sind die Gummistempel. Die anderen, die ihr jetzt gesehen habt, außer dieses hier, das ist auch ein Gummistempelset. Habe ich mir schon, so wie ich mir das immer sortiere, sortiert. Und die ersten beiden, die ich euch gezeigt habe, sind Klarsichtstempelset. Dann kann man natürlich den Baum auch super mit den Blättern positionieren, wenn man da durchsieht. Und auch hier im Glas das schön stempeln. Das ist auch ein Klarsichtstempelset. Genau. Und zu den Eulen gibt es auch die passenden Stanzformen. Und die sind auch toll, da hat man auch so Etikettenstanzformen dabei dieses Mal. Und jede Eule kann man natürlich ausstanzen und ein Spinnennetz hat man und nochmal einen Zweig. Also ist auch eine ganz süße Sache mit dem Eulenfest. Und also ich bin dieses Mal sehr bei den süßen Sachen geblieben irgendwie.
Die Wichtelweihnacht, die hat es mir auch angetan. Da konnte ich auch nicht außen rum. Es gab ja letztes Jahr schon ein Stempelset mit diesen kleinen Elfen. Da habe ich auch viel dazu gebastelt. Hier oben kann ich euch das mal verlinken. Und die Elfen, die sind halt einfach total süß. Und auch einen Spruch finde ich ganz besonders süß, mit Liebe gemacht, weil du mir so wichtelig bist. Das finde ich auch ganz süß. Und hier so ein kleiner Baum. Also das muss man nicht unbedingt nur zu Weihnachten machen. Mit dem Baum könnte man da auch ganz süß so eine kleine Elfen-Wichtelkarte machen. Also auch ganz süß wieder. Also ich bin dieses Mal sehr im süßen Bereich hängen geblieben. Und dann habe ich mir noch einmal diese tollen Schneeflocken bestellt. Die kleben selbst und sind auch so in unterschiedlichen Farben. Also wir haben hier 260 Stück drin, die sind 5 mm groß. Die Farben stehen jetzt nicht dabei, aber die sind so in Grün und Lila. Ich packe sie euch mal schnell aus, sodass ihr das ein bisschen besser seht. Genau. Also eher so in diesem rosanen Ton. Die schimmern so, seht ihr, mit Blau. Und hier mit diesem grünlicheren. Finde ich total schön und brauche ich unbedingt für meine Weihnachtskarten. Weil ich bin nämlich schon im Weihnachtskarten-Bastelmodus, obwohl jetzt erst Juli ist. Aber ich mache bereits also meine Bastelpost für meine Teammädels habe ich angefangen. Muss ich dann doch mehrere Karten machen und hatte eine süße Idee und die bastel ich gerade schon. Und deswegen brauche ich auch unbedingt die Schneeflocken jetzt schon. Dann habe ich hier so ganz große Etiketten genommen, mir bestellt, weil ich die jetzt gar nicht unbedingt wegen den Etiketten bestellt habe. Etiketten habe ich schon massenhaft, aber ich habe sie mir bestellt, weil man die auch super, wenn man die Stanzform jetzt mal anschaut, die haben hier in der Mitte so eine Knickung und man kann die dann perfekt zusammenknicken und um so einen Beutel rum machen, um so einen Klarsichtbeutel. Also man kann da schön Tüten damit machen oder auch Papiertüten natürlich, also das oder mit Tonpapier gebastelte Tüten kann man da auch super verschließen. Und da habe ich mir gedacht, dafür sind die einfach super, weil die auch so groß sind. Da könnte man unterschiedliche Breiten machen. Und ich kann euch mal kurz sagen, in Zentimetern. Die größte hat 10,5 cm. Und dann haben wir die zweitgrößte, die hat 9 und dann 8,5 oder 8. Genau. Also es sind wirklich große Tüten, die man auch machen kann und auch kleinere Taschen. Da sind noch ein paar Deko-Elemente drin, die man da auch verwenden kann. Ein paar Herzen und diese Ecken-Elemente, die kann man dann schön in die Ecken machen. Kann man natürlich auch für Karten wunderbar benutzen, gerade für viel Text oder zum Beispiel innen rein. Als Karteninneneinleger könnte man das auch super benutzen. Und genau, da habe ich mir gedacht, die wären super für so Tüten, wenn man so Tüten bastelt. Und das kann man ja gerade an Weihnachten, wenn man zum Beispiel Plätzchen verschenkt oder so, ganz perfekt nutzen. Und meine letzte Stanzform ist eine Stanzform, die sieht so aus. Und zwar ist das auch für so eine kleine Verpackung. Und eigentlich müsste ich euch jetzt einfach Beispiele zeigen, was man damit machen kann, weil nur so hinhalten ist jetzt irgendwie auch nicht so der Hit. Vielleicht bastle ich jetzt einfach mit dem Zeug ein bisschen und zeige es euch dann. Und diese Tüte hier, also die kann man dann ausstanzen und hat dann schon eine fertige Tüte, mit der man es nur einmal durchkurbelt. Das finde ich auch immer total praktisch. Und hier sind auch noch ein paar ganz nette Sachen dabei, zum Beispiel dieser pompöse Ring oder eine ganz schicke Spinne. Und dann halt auch so kleine Weihnachtsanhängerchen. Gibt es natürlich auch ein Stempelset dazu, aber ich habe jetzt eben nur die Stanzformen mir bestellt. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Designerpapier aus einer wunderschönen Reihe, muss ich sagen. Also es gibt wieder eine Schneeflockenreihe und ich habe nur das Designerpapier bestellt, weil ich einfach schon so viele Schneeflocken habe vom letzten Jahr und von dem Jahr davor und so. Und ich liebe Schneeflocken, ich finde die wunderschön, aber ich habe schon so viele, deswegen, ja, man muss sich einfach manchmal auch beschränken. Also ich kann auch nicht alles kaufen, was mir gefällt. Vor allem, wenn ich schon habe, dann muss ich halt vielleicht auch mit älteren Sachen basteln. So. Und das Papier finde ich aber total schön. Mir gefällt es, dass es eben nicht in diesem typischen Grün-Rot-Schema ist, sondern ich fand es mit diesen lilanen Blautönen total schön. Ich zeige euch jetzt da einfach immer mal Vorder- und Rückseite. Ich denke, ich habe es ganz gut so im Blick, im Bildschirm und auch mit diesen Aquarelltönen. Also das sind so ganz kleine Schneeflocken. Seht ihr das gut? Und wieder große Schneeflocken. Ich glaube, so halte ich es euch am besten hin, oder? Dann seht ihr das von nah und von fern. Hier ist wie so ein Schneegestöber. Auch total schön in Aquamarin. Das ist eben die Vorderseite dazu. Dann haben wir wieder große Schneeflocken. Auf der Rückseite so aquarellig.
auch sehr dezent. Das muss jetzt überhaupt gar nicht für Winterlandschaften sein, sondern auch für jede andere Karte als Hintergrund eben gut geeignet. Dann ist hier nochmal so ein toller Aquarellton. Das ist die Rückseite von diesen Schneeflocken. Genau. Und dann haben wir nochmal solche tollen Schneeflocken. Die finde ich auch schön. Also von der Farbe auch. Und auf der Rückseite, das ist auch ein wunderschönes Papier. Genau, das war's. Also 12x12 Inch Papier. Und zwar heißt es Schneeflockentraum. Und sind 12 Seiten drin. Und dann habe ich mir noch bestellt, das Papier, das kennt ihr schon aus dem letzten Jahr, aber meins ist jetzt schon alle. Das Winterzauberpapier. Das kommt in 6x6 Inch und da sind drinnen, wie viel Stück? 48 Stück Papier. Also das kennt ihr vielleicht schon vom letzten Jahr, das ist dieses mit diesen fotorealistischen Bildern. Das finde ich wunderschön. Auf der Rückseite sind immer diese Silberakzente. Da habe ich eine gleiche Seite erwischt. Und ich finde auch dieses Papier ist super, weil man das nicht unbedingt nur zu Weihnachten benutzen kann. Und das ist wirklich eine große Packung, da habt ihr ganz lang was davon. Und ich habe es mir jetzt nochmal bestellt. Wie gesagt, meine Packung ist schon fast leer, weil ich das einfach so schön finde. Auch schöne Winterkarten. Also das muss auch nicht typisch nur für Weihnachten sein. Das ist auch ganz toll. Ach, ich finde die alle so schön. Kann mich da mal gar nicht entscheiden, was mir am besten gefällt. Und eben, wie gesagt, auch diese Rückseiten sind total toll. Das finde ich auch super. Mal mit Streifen. Auch super für Verpackungen zum Beispiel. Nochmal eine schöne Winterblume. Punkte gehen immer. Und Winterzweige mit Schnee drauf. Und wieder hinten dieses Silberfolie. Das ist auch so toll. Ich finde diese Töne einfach schön, die Farbkombinationen gefallen mir da einfach total gut. Nochmal ein Zweig und die Rückseite mit Schneeflocken. Genau, das habe ich mir auch nochmal bestellt, weil ich das einfach wunderschön finde. Und wie gesagt, auch nicht nur für Winter oder nicht nur für Weihnachtskarten benutzen kann. Genau. Das war's. Also ich habe mir gar nicht viel mehr bestellt. Ich habe mir noch ein Stamparatus bestellt. Den hatte ich noch nie. Und da bin ich total gespannt. Ich habe ja gesagt, dass ich für mein Team schon bastel, Weihnachtskarten. Und da brauche ich diesmal, also stempel ich auch relativ viel. Oder es sind halt viele Karten, die ich mache. Und jetzt habe ich mir eben den Stamparatus geleistet und bin ganz gespannt, mit dem zu arbeiten. Also das habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich habe immer gedacht, nein, ich habe so viele Acrylblöcke, ich schaffe das ohne. Und jetzt, ja, irgendwann ist dann immer der Zeitpunkt, wo man sich dann denkt, okay. Jetzt gönne ich mir den mal und da bin ich wirklich gespannt, mit dem zu arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr jetzt mal so eine kleine Auswahl gesehen von sehr süßen Sachen. Ich bin da wirklich sehr auf die ganzen süßen Sachen angesprungen im Katalog. Ist natürlich immer Geschmackssache. Dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Aber genau, ich glaube, mit denen komme ich ganz gut durch. Wir haben ja noch ganz viele Produkte, die es vom letzten Jahr auch noch gibt. Und zum Beispiel diese tollen Stanzen. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr schon loslegen müsst mit Weihnachtskarten, mal hier oben nochmal meine Playlist anschauen mit den ganzen Weihnachtsideen vom letzten Jahr. Da habe ich immer Karte und Verpackung in Kombination gebastelt. Und genau, was ich jetzt versuchen werde, ich werde jetzt mal ein bisschen basteln mit den Sachen und zeige euch vielleicht auch gleich so ein paar Beispiele dafür. Kann man sich das ein oder andere vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Und genau, dann vielleicht funktioniert es und ich kann euch gleich ein paar schöne Sachen zeigen. So, ihr Lieben, hallo nochmal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt auch einfach mal ein paar Ideen und Sachen, die ich mir gerade so ganz spontan einfallen habe lassen an Projekten, die ich eben mit den neuen Sachen gerade eben gebastelt habe. Und genau, ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Verpackung. Das mal ein bisschen auf die Seite. Und zwar habe ich hier einfach eine Tüte gemacht. Die kann jetzt zum Beispiel für Halloween sein. Muss es aber nicht mal unbedingt, kann auch für eine kleine süße Hexe sein. Könnte theoretisch auch für Silvester sein hier. Aber eigentlich ist es mit dem Titel jetzt hier für Halloween. Ich habe hier oben einmal diese tolle Spinne verarbeitet. Man sieht es vielleicht, die ist auch noch geprägt obendrauf. Also eine recht edle Spinne. Ein kleines Bu, das ist aus dem Eulenset. Aus dem anderen Set, das ich euch gezeigt habe, eben die Hexe und diese ganzen Sprenkler, die habe ich also komplett außenrum verteilt. Hier sind die Sterne drauf, die sind aus dem Stempelset mit dem Glas. Das sind total schöne Sterne, finde ich. Die sehen richtig cool aus. Und so habe ich einfach einmal außen rum gestempelt und habe hier oben einfach die Verpackung
mit so einem kleinen Tag verschlossen, also mit einer kleinen Klammer. Und da passt jetzt richtig viel rein. Und der Verschluss ist, wie ihr seht, einfach mit einem von diesen ausgestanzten, ganz großen Etiketten entstanden. Das habe ich eben vorher gemeint. Man kann es eben um Tonpapier wickeln und so eine Verpackung basteln. Man könnte es natürlich auch um diese Klarsichtverpackungen, also diese Tüten, wenn man Plätzchen verschenkt zum Beispiel, da kann man sich super dann so ein Etikett oben einfach hinmachen. Gut festkleben auf der Rückseite und dann mit so einer Klammer verschließen oder eine Holzwäscheklammer oder was auch immer. Man könnte auch einfach hier oben ein Schleifenband außenrum wickeln und hier eine dicke feste Schleife machen und hat dann hier schon mal eine ganz süße Verpackung. Und wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr natürlich das Etikett auch gleich in der anderen Version nutzen. Also ihr könnt einmal das ausgestanzte nutzen, zum Beispiel für hier. Ihr könntet auch eine Karte machen, denn dieses Etikett stanzt innen und außen eben dieses tolle Stickmuster ab. Und wenn man das jetzt knicken würde, ich habe jetzt keinen Fallzahn gemacht, aber dann könnte man das zum Beispiel auch mit einem Farbkarton hinterlegen und hat dann gleich eine Karte. Also das könnte man noch super weiterverwenden. Dann habe ich eine zweite Verpackung gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier, weil du mir wichtig bist, eine Verpackung gemacht, die ist gleich aus diesem neuen tollen Schneeflocken-Designerpapier. Ich habe auch den Wichtel genommen und ich habe jetzt bewusst zum Beispiel die kleine Glocke weggeschnitten vom Wichtel, dass das nicht unbedingt eine Weihnachtsverpackung sein soll, muss, sondern dass das auch einfach eine winterliche Verpackung ist. Hier sind noch ein paar Schneeflocken drauf. Der Spruch ist einfach einmal abgestempelt und schmal geschnitten und dann hier so drauf gemacht. Das Etikett ist auch aus dem Standset, ich glaube aus der Verpackung. Genau, da ist eben dieses tolle runde Etikett und eben die Spinne, die ich gerade gezeigt habe. Und dieses runde Etikett ist hier einfach nochmal in den Hintergrund gemacht mit diesem Pergamentpapier in Aquamarin. Oben ein Schleifchen drauf, mein kleiner Zwerg, der jetzt nicht so richtig weihnachtlich ist. Und dann hat man hier eine super süße Verpackung. Und diese Verpackung, die ist eigentlich total cool, finde ich, weil da muss man nicht mal unbedingt kleben. Ich mache sie mal schnell auf und zeige euch das. Ihr könnt euch die ja in einem durchkurbeln. Die sieht dann so aus, wenn man sie aufmacht. Und die hat hier an der Seite, hier ist es jetzt schon aufgegangen, die hat hier so Schlitze. Seht ihr das? Also die Verpackung, wenn ihr euch die durchkurbelt, sieht die so aus. Und dann kann man die einfach so zusammenstecken und muss nicht mal irgendwas kleben. Man kann die einfach hier so einfädeln. Ich hoffe, man erkennt das im Video. Und kriegt dann da eine tolle Süßigkeit unter. Und oben ist eben auch schon der Schlitz für die Etiketten dran, dann einfach ein Band durchgefädelt und eine Schleife hingemacht und schon hat man eine süße winterliche Verpackung, die man natürlich perfekt auch für Weihnachten nutzen kann oder für jede andere Gelegenheit. Das Papier ist halt jetzt schon winterlich, deswegen ist es eine Winterverpackung geworden, aber grundsätzlich kann man die auch zum Herbst, zum Sommer als Gastgeschenk für alles nutzen und das ist wirklich eine ganz, ganz süße, tolle Stanzform, finde ich. Also die finde ich mega cool. Die brauche ich auch ganz dringend, weil ich habe das schon eine Idee. Dann habe ich mir das Eulenset geschnappt und habe eine Hochzeitskarte gemacht. Das bietet sich natürlich schon an, wenn man hier die Eulen unter dem Mistelzweig sieht. Das verliebte Pärchen. Ich hoffe, es kommt in der Kamera gut rüber. Es ist also im Hintergrund mit Kupfer geprägt. Embossed. Auch der Spruch, gesucht und gefunden, in Liebe verbunden, ist embossed. Und auch dieses Blatt hier. Also ich habe hier mit dem ewigen Grün gearbeitet und mit der Pfingstrose, da ist der Spruch raus. Ich habe auch die Etikettenstanze noch benutzt. Ein paar durchsichtige Glitzis drauf gemacht und den Hintergrund einfach mit einem Baumstempel. Und was ich dann noch gemacht habe, ist hier diese, seht ihr diese Umrandung oben und unten? Das ist aus den Stanzformen. Ich hole es mir mal schnell aus den Magnolienblüten. Da ist doch diese große Stanzform drin. Und die gehört eigentlich andersrum. Ich habe sie aber umgedreht und dann kommt so diese Form heraus. Fand ich ganz cool. Sieht so ein bisschen aus wie so ein abgeschnittener Baumstamm oder also wirklich wie so eine, hat mir irgendwie von der Form genau richtig gepasst, wie so ein Blick ins Innere von dem Baum. Irgendwie fand ich das sehr passend. Und innen drin habe ich nochmal diese ganz große Stanzform verwendet. Habe auch diese kleinen Einbauteile verwendet, die man hier so reinmachen kann. Also da könnt ihr dann so ganz süße Verzierungen noch machen. Die könnte man natürlich auch super auf die Verpackung vorne drauf machen. Und auch innen rein mit dem ewiges Grün Spruch gearbeitet, Glück und Zufriedenheit für alle Zeit. Hier nochmal so ein Zweig auch rein, auch ein paar Glitzis und schon ist da eine ganz elegante, tolle Karte entstanden, wie ich finde. Und die Eulen, die sind einfach nur wunderschön.
Die spiegeln jetzt ein bisschen im Licht, aber ich glaube, man kann sie ganz gut erkennen, oder? Also die sind ein Traum. Ich finde die Eulen wirklich wunderschön. Die Stanzformen hier übrigens, die sind aus dem Hauptkatalog. Die sind aus diesem Standset. Das nennt sich Tierische Freunde. Diese ganz großen hier. Da ist jetzt gerade ein bisschen Lärm im Hintergrund. Und diese nächste Stanzform, die ist auch aus diesem Set, die zeige ich euch gleich auf der nächsten Karte. Aber so habt ihr hier eben eine tolle Hochzeitskarte, eine süße Hochzeitskarte, auch vor allem für, ja, Leute, die sowas ganz gerne mögen. Die nächste Karte ist eine, ja, finde ich jetzt von der Jahreszeit, vielleicht Frühling, vielleicht auch Sommer, vielleicht auch Herbstkarte. Und man könnte sie natürlich mit weißen Schneeflocken machen, dann wäre es eine Winterkarte. Also da habe ich jetzt mit diesem Baumset gearbeitet. Ich habe im Hintergrund diese wie so Seifenblasen gemacht, oben und unten. Und habe dann vorne den Baum drauf gemacht und die eigentlichen Schneeflocken, die ich auch super, wie gesagt, als Feuerwerk finde, habe ich hier als Umrandung und eben auch als Schmuckwerk für den Baum gemacht. Dann dieses zauberhafte kleine Vogelhäuschen, das finde ich wunderschön. Und dann eben, ich schicke dir Sonnenschein. Der Spruch ist aus dem Set Perfekter Moment. Das hier. Mit dem kommt übrigens noch eine tolle Karte. Demnächst. Und ich schicke dir Sonnenschein einfach mal. Das kann so eine Karte sein zum Aufmuntern oder als Frühlingsgruß oder einfach als Sonnengruß. Ja, wenn man mal eine schwere Zeit hat, kann man sowas einfach verschicken oder auch einfach so. Und innen sieht sie so aus. Wenn du die Zeit genießt, ist der Moment perfekt. Aus dem gleichen Stempelset, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und auch hier habe ich den Hintergrund wieder mit diesen Blasen gestaltet und dann so ein bisschen außenrum mit Mangogelb. Und hier ist Kirschblüte und Flamingorot auf den Bäumen als Baumschmuck. Also finde ich auch ganz cool. Und ich muss sagen, mir gefällt das Etikett außerordentlich gut als Einleger innen drinnen. Ich dachte am Anfang, ich mache das nur für Verpackungen, aber ich finde es für innen drin wirklich sehr, sehr schön. Man sieht da schön den Rand von der Karte. Man kann das in zwei verschiedenen Größen nutzen. Das zeige ich euch bei der nächsten Karte. Zeige ich euch gleich mal zum Vergleich. Ich habe einmal das größte. Das ist das größte oder das zweitgrößte genommen. Da könnt ihr mal austanzen und gucken, welches reinpasst. Und einmal das nächst kleinere benutzt jetzt für die nächste Karte. Und so kann man das ganz toll innen rein gestalten, finde ich. Man hat dann auch noch Platz, was außenrum zu stempeln, eben wie hier mit den Blasen oder so. Und hat da echt ein coole Form für die Karte als Aufleger und innen rein. Und dann noch, eben noch meine letzte Karte. Da habe ich jetzt die Wichtel benutzt und wollte einfach eine Karte machen, die nicht weihnachtlich ist. Und die Wichtel sind natürlich schon, die haben natürlich da noch, der hat ja noch so eine, ich zeige euch mal schnell das Stempelset, wo habe ich es? Die sind schon relativ weihnachtlich, die Wichtel. Also hier, der hat Schneeflocken, den habe ich gerade benutzt für die Verpackung. Da habe ich einfach die Glocke abgeschnitten, dass es nicht ganz so weihnachtlich ist. Diese Wichteline, die ist eigentlich sehr weihnachtlich. Die kann ich jetzt nicht unbedingt umordnen. Man könnte den Stern wegmachen. Und den hier, den habe ich jetzt eben benutzt. Dann habe ich auch eben diese Weihnachtskugeln weggemacht und hier oben die Anhänger, damit es nicht diesen typischen Weihnachts-Flair hat, sage ich mal. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Einladung für ein Sommerfest oder für ein Gartenfest. Fand ich total süß mit dem Baum im Hintergrund, den ich koloriert habe und dann eben den Zwerg, der da so oben drüber schwebt über dem Ganzen. Ich glaube, man erkennt es nicht so gut, aber hier, das ist ein bisschen tiefer. Also das ist eigentlich so eine 3D-Karte, die hier eben einfach noch ein bisschen nach oben geht. Wenn man es so vor sich hat, wirkt es eigentlich schon ganz gut. Und unten, ja, habe ich die Buchstaben mal ausprobiert im Buchstabenmix. Festle, also zum Beispiel Kartenfestle oder Sommerfestle. Kann man natürlich auch nur fest hinschreiben, ist ja klar. Oder Einladung oder so. Aber das wollte ich mal ausprobieren und das fand ich ganz süß. Und hier unten habe ich noch eine Randstanze benutzt. Die ist aus dem herzlichen Set. Und eben innen, wie gesagt, als Einladung, wenn man das gestaltet, dieses tolle Etikett für innen rein mit Datum, Uhrzeit und Ort. Und schon hat man eine tolle Karte für ein Sommerfestle als Einladung. Und man hat, wie gesagt, also natürlich ist es jetzt von den Farben auch nicht versucht, hier den Zwerg so weihnachtlich rauszuheben, sondern mit Aquamarin habe ich hier gearbeitet als Blauton. Und ich finde, das kann man so auch mal für was anderes benutzen. So wollte ich euch mal zeigen, dass ihr die Wichtel auch
nicht ganz weihnachtlich gestalten müsst. So, die Verpackung habe ich jetzt mal noch offen gelassen, die kleine. Und lege euch das jetzt mal nochmal so ins Bild. Das sind jetzt nur ein paar Ideen, so von meinem Bastelfrei. Ich habe nämlich heute, oder ich habe eigentlich gerade Urlaub. Und da bietet sich natürlich an, dass man sich dann auch einfach ein bisschen Zeit nimmt, um ein bisschen zu basteln und auszuprobieren. Und heute kam eben die Bestellung an und jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch gleich meine Werke und freue mich sehr, dass die so süß geworden sind. So, ja, also ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ihr habt richtig Lust bekommen auf die neuen Produkte und auf viele Bastelsachen und konnte euch ein bisschen begeistern für ein paar Sachen, die man vielleicht im Katalog auch nicht so wahrnimmt oder die einem jetzt nicht so ins Auge fallen. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen von diesem Video, beim Stöbern im Katalog natürlich und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, drückt einfach die Glocke, abonniert vorher meinen Kanal natürlich und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.